Ja, ich glaube, Sie haben sich Fragen. Gut. Gut, wir können beginnen. Ich stelle jetzt einen Moment vor, das, was ich zuerst mich selbst und dann. Moment. So, bitte sehr. Diese sind einige materialische Räume, bitte. Gut. Ich stelle zuerst mich selbst vor. Ich habe einige Materialien verteilt. Jetzt werde ich alles erklären, woher es kommt, und werde vielleicht einige andere Materialien vorstellen. Zuerst möchte ich aber mich selbst vorstellen. Auch zuallererst möchte ich Ihnen ganz herzlich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihr Kommen. Das Argument von heute Abend ist Epikur. Ich versuche diesen Vortrag so aufzunehmen, obwohl ich nicht garantieren kann, dass es funktionieren wird. Jedenfalls, wenn es nicht funktionieren sollte, wird dieser Vortrag tatsächlich in 13 Tagen in Itzingau gehalten. Vielleicht mit einigen Differenzen werden wir sehen. Und in 13 Tagen sollte ich in der Lage sein, ein zuverlässiges Aufnahmegerät zur Verfügung zu haben. Dann wird dieser Vortrag und auch die Transkription, das heißt die Inhalte, werden auf eine Webseite hochgeladen, die allen geöffnet ist, für alle zur Verfügung stehen, für alle Interessenten. Hier in diesem Dokument, wo ich den Vortrag vorstelle, können Sie die Angaben von der Webseite finden. Diese Webseite sind einige Materialien zu finden über die antike Philosophie und unter anderem, falls mir das gelingt, diese Aufnahme wird auch geladen werden und mit Sicherheit der Inhalt, das heißt die Schrift, auf der welcher dieser Vortrag basiert. Mein Name ist Gianluigi Segalerba, ich bin Lehrbeauftragter an der Universität Wien, am Institut für Philosophie. Wie gesagt, ist das Thema von heute Abend Epikur. Ich habe einige Materialien verteilt und möchte zuerst wissen, ob ich keinen Fehler gemacht habe, würde mich davon vergewiss werden. Sie sollte alle, Entschuldigung, wir beginnen, alles haben. Alle haben dieses Dokument, das heißt die Vorstellung vom Vortrag, das Programm der Sitzung. Vielleicht werde ich nicht alle Themen ansteigen können, aber ich hoffe so, das heißt, das wäre mein Plan. Dann sollten Sie dieses Dokument, einseitiges Dokument, wieder ein. Es ist besser, dass ich so mache, sonst ist es ein Desaster. Über Epikur, Lebensangaben und Werke. Es sind einige Werke, welche unter dem Namen von Epikur uns überliefert worden sind. Einiges ist leider verloren gegangen. Wir verfügen auch über Beschreibungen, Schilderungen von seinen Schriften, von seinen Ideen, die aber nicht direkt von ihm stammen, sondern von anderen Autoren, zum Beispiel von Diogenes Laertius oder auch von alten Rom, von Cicero. Natürlich, ich hätte auch einiges von diesen Dokumenten verteilen können. Sie werden jetzt sagen, möglicherweise hat er das nicht gemacht. Ich habe das nicht gemacht, weil diese Dokumente eigentlich nicht immer so zuverlässig sind. Das heißt, des Öfteren, sie leiden sowieso an der Persönlichkeitsstellung von denjenigen, die Ideen von Epikur
beschreiben und des Öfteren sind nicht nur Befürworter von seinen Ideen, sondern auch Gegner. Und deswegen, ja, auf die indirekte Überlieferung sich zu stützen, ist sowieso ein bisschen gefährlich. Ich habe bevorzugt die Auffassung, dass ich nur mich limitiere auf einiges von dem, was wirklich unter seinen Namen so überliefert worden ist. Dann sollten sie hätten diese beiden Texte, Briefe an Menikäus, das ist Epikur, das ist, ich glaube, der größte Ordner, also das heißt Seite 41, er stammt aus diesem Reklamausgabe, die ich verteilt habe. In diesem Dokument können Sie zuerst den ganzen Brief an Menikäus über Ethik, dann die Hauptlehrsätze finden und dann die Weisungen von Epikur. Nach dem Brief von Menikäus. Und hingegen, in diesem Dokument, Brief an Herodot, das betrifft vorwiegend, dieser Brief betrifft nicht wie der Brief von Menikäus die Ethik, sondern vorwiegend die Physik, die Kanonik, die Theorie der Wirklichkeit von Epikur, das heißt sein Atomismus. Von diesem haben sie nicht, es ist immer von diesem Ausgabe von Reklam herausgezogen worden, und von diesem Dokument haben sie nicht den ganzen Brief, aber, denn es ist weitaus länger, wie sie auch werde konstatieren können, auch anhand des Textes selbst, der ich verteilt habe. Und letztendlich, kommt diese Vorstellung vom Programm, in dem wir uns befinden, University Med Public, es ist eine Kooperation zwischen Universität und Volkshochschulen, im Rahmen von welchen verschiedene Vorträge gehalten werden, und wie auch diese. Und dann letztendlich habe ich dieses Dokument, das immer von Reklam, von der Reklam, wir haben verschiedene Ausgaben von diesen Fragmenten, aber das kommt von Reklam, von diesen zweibändigen Ausgabe über die Vorsokratiker. Hier können Sie finden die Fragmente von Leukipp und von Demokrit, von denen sozusagen die Philosophie des Epikurs für großen Teil entstammt und auf der Epikur sich basiert. Nicht im Ganzen, aber zu gutem Teil. Und ich habe etwas gegeben, um so den Anfang selbst von Atomismus. Bitte? Ich habe mich entschuldigt, ich dachte, ja. Ja, es ist kein Problem, Sie können wieder. Bevor ich mich in die Texte und in die Beschreibung von den Hauptideen von Epikur mich vertiefe, möchte ich sagen, Sie können sehen, dass ich unter den verschiedenen Punkten, die ich angegeben habe, immer geschrieben habe, Fragen und Antworten am Ende von jedem Punkt. Weil, natürlich, es geht ohne zu sagen, aber ich habe so bevorzugt, das klarzustellen, die Fragen können immer gestellt werden. Das heißt, nicht nur am Ende vom Vortrag, sondern im Laufe des Vortrages. Besonders natürlich, aber nicht nur, wenn etwas Unklares ist, was nichts auszuschließen ist. Denn diese Themen sind eigentlich auch nicht so leicht, würde ich sagen, für die Interpreten. Das heißt, die stellen uns immer vor Problemen, die konfrontieren, lassen uns immer mit Zweifeln konfrontieren und mit neuen Interpretationen. So, ich weiß nicht, also ich habe noch nicht gefragt, es ist noch in Ordnung mit den Texten, die ich verteilt habe. Die haben alle, was ich, möglicherweise habe ich keinen Vierfach gemacht. Gut, Epikur. Epikur ist sozusagen in die Geschichte eingetreten für
die Bewegung, die nicht zufälligerweise von ihm entstand, das Epikureismus, worüber aber des Öfteren Meinungen herrschen, die eigentlich den Schriften von Epikur nicht entsprechen und den Ideen von Epikur wirklich nicht gerecht werden. Das heißt zum Beispiel, unter Epikureismus ist sehr verbreitet die Idee, dass er Schwelgereien sozusagen empfohlen hat, wobei alles andere ist die Wahrheit ist. Das heißt, in Epikur ist zu finden, dass man sich eigentlich begnügen sollte nur mit Brot und Wasser. Das heißt, was unter seinem Namen in die Geschichte getreten ist, ist es des Öfteren reine Diffamierung. Und wir werden verschiedene Beispiele dafür anführen, um zu sehen, wie eigentlich seine Ideen sind. Zuerst möchte ich, spreche ich zu schnell, oder denn ich habe die Tendenz, viel zu schnell zu sprechen und muss das leider immer fragen, denn ich weiß, nach 20, 30 Minuten, es ist so, das heißt, es passiert immer. Passen Sie nicht darauf auf, wenn ich von Mal zu Mal auf das Aufnahmegerät schauen werde, denn wahrscheinlich werde ich die Aufnahme vorausgesetzt, sie gelingt in zwei Teilen, teilen und dividieren und ich werde wahrscheinlich nach 30 Minuten, 40 Minuten die Aufnahme kurz unterbrechen und dann wieder einstellen, um zwei Files sozusagen zu erstellen. Zuerst einige Nachrichten über Epikur. Von Epikur können Sie sehen in diesem Text, Epikurs Lebensangaben und Werke. Epikur soll der Überlieferung nach im Jahr 342 vor Christus geboren sein. Er ist Stadtbürger von Athen, obwohl er nicht in Athen geboren wurde, aber er war Stadtbürger von Athen, denn mit Sicherheit sein Vater Stadtbürger von Athen war. Er war aber ein Kolonist, der sich versetzt hatte auf die Insel Samos. Und tatsächlich verbringt Epikur die ersten 14 bzw. 18 Jahre hier, herrscht eine gewisse Ungewissheit sozusagen in Samos. Das heißt, er kommt nach Athen wahrscheinlich nur, wenn er 18-jährig ist, um eine Art von Militärdienst zu absolvieren, die FEB. Er ist aber athenischer Staatsbürger und er kommt in Athen, er kommt nach Athen und befindet sich in Athen, wenn der Tod vom Kaiser Alexander des Großen, dem Großen, verfällt. Es gibt eine generelle Auflehnung gegen die makedonische Vorherrschaft. Diese ist nicht die einzige, das heißt zwischen den Städten, den alten Städten von Griechenland und Makedonien hat es immer Kriege gegeben, die zuerst vom Vater vom Alexander des Großen, Philipp, und dann vom Alexander selbst immer wieder mit Blut geschlagen wurden. Auch diesmal ist der Fall, das heißt, die Städte vom Griechenland verlieren in dieser Auflehnung. Und der Vater, das hat direkte Konsequenzen für Epikur, denn der Vater von Epikur hatte auch diese Auflehnung unterstützt und wird deswegen infolgedessen zum Exil gezwungen. Epikur hatte hingegen zwischen den Jahren, die von seiner 15 Jahren waren bis zum 18 Jahren,
die erste philosophische Ausbildung, könnten wir sagen, gehabt, noch in Samos, unter zwei Lehrmeister. Der einige war ein Platoniker und der andere war ein Atomist, ein Demokritär. Und zwischen den zwei Komponenten, die demokritische und die platonische, ist die demokritische, diejenige Komponente, welche die Überhand in Epikur nimmt. Wir werden sehen, wie. Aber zuerst noch einige kleine, kurze Nachrichten über das Leben von Epikur. Es wird gesagt, dass Epikur sofort nach der Verurteilung, nach dem Zwang zum Exil vom Vater, dem Vater selbst in Exil befolgt ist, dass er wahrscheinlich zwischen 319 und 306, wir wissen nicht so viel, das heißt die Nachrichten sind ungewiss, zuerst in Mytilenes, dann in Lampsakos als Lehrer für Philosophie tätig gewesen sein sollte, aber hier herrschen große Fragezeichen. Das heißt, es ist alles andere als gewiss. Gewiss ist hingegen, dass er mit 306 nach Athen zurückkehrt und dass mit 306 sozusagen seine eigene glänzende philosophische Aktivität, Tätigkeit beginnt in Athen. Er kauft zuerst einen Garten, den Kepos, wo er eine Schule für Philosophie aufbauen lässt. Diese Schule hat einen großen Erfolg, wird praktisch fast zu einer Gruppe in der Stadt, eine geschlossene Gesellschaft in der Stadt Athen selbst. Und von 306 bis 272, 71, wenn Epikur stirbt, lehrt Epikur fast kontinuierlich in Athen, außer weniger Reisen, die er unternimmt, außerhalb von Athen, aber praktisch seine Relevanz, seine Aufgaben gelten der Stadt Athen, der philosophischen Umgebung von Athen. Das ist, was die Geschichte von Epikur selbst ist. Was sind die Werke, welche unter seinem Namen beliefert worden sind? Sie haben diese drei Texte bekommen, zwei Sammlungen, in denen Sie finden können, zum Beispiel den Brief an Menikäus, den ganzen Brief, Hauptlehrsätze, der Ursprung von diesen Hauptlehrsätzen, die Sie sofort nach dem Brief an Menikäus finden können, ist auf die besondere Art und Weise der Lehre von Epikur selbst zurückzuführen. Das heißt, es wird gesagt, wird überliefert, natürlich, man muss sich nicht blind der Überlieferung anvertrauen, aber es wird überliefert, dass seine Lehre sozusagen in eben fast Handbüchern organisiert wurde und diese Handbücher eben in der Form von Lehrsätzen organisiert wurden. Und diese Hauptlehrsätze waren eben konstituierten den Kern seiner Philosophie. Dann können Sie finden einige Teile von dem Brief an Herodot. Der Brief an Menikäus ist überwiegend über Ethik. Der Brief an Herodot ist vorwiegend über Physik, über die Theorie der Wirklichkeit von Epikur. Wir haben noch einen weiteren Brief, der uns gekommen ist. Ich habe diesen Brief nicht verteilt. Es handelt sich um den Brief an Pythokles. Dieser Brief betrifft vorwiegend Probleme der Meteorologie. Es ist aber nicht sicher, dass diese Briefe wirklich von der Hand von Epikur entstammt. Deswegen, ich habe bevorzugt die Lösung, dass ich nur das, was auf Epikur mit Sicherheit zurückzuführen ist, verteile. Das über die Werke von Epikur. Wir werden nach der Einführung sozusagen in die Ideen etwas lesen.
sodass wir sozusagen eine Bestätigung für das, was ich sagen werde, finden können. Gibt es bis jetzt Unklarheiten oder Fragen? Gut. Ich habe angeschnitten, kurz angedeutet, dass Epikur ein Atomist ist, grundsätzlich. Er ist ein Atomist in welchem Sinne? Im Sinne, dass er gehört zur Schule der Atomisten, im Sinne, dass er die Ideen, welche ihre ersten Befürworter in Leukipp und Demokrit haben, diese Ideen sich zu eigen macht. Deswegen habe ich diesen Text über von Leukipp und Demokrit verteilt, denn vielleicht können Sie auch dort Materialien finden, welche etwas illustrieren können über die Ideen des Atomismus. Leukipp und Demokrit sind die ersten, welche von Atomen sprechen. Sie leben gut ein Jahrhundert, fast zwei Jahrhundert vor Epikur. Von Leukipp wissen wir nicht so viel. Er soll 480 geboren sein. Von Demokrit wissen wir etwas mehr. Er soll 460 geboren sein und bis 370 gelebt haben. Diese sind die beiden, die ersten, die von die Wirklichkeit als zusammengesetzt von Atomen sprechen. Und um kurz zu beschreiben, die Hauptpunkte ihrer Theorien, so dass wir auch besser die Spezifizität, die Besonderheit bei Epikur verstehen können, könnte ich sagen, dass die beiden sagen, das Seiende, die Wirklichkeit sei Atome und Leeres. Diese sind die Grundkomponente der Wirklichkeit, sind das Bestehende der Wirklichkeit. Alles, was vorkommt, das heißt die konkreten Erscheinungen, damit uns selbst einschließend, Bäume, aber Farben und so weiter, resultieren aus der Zusammenbindung oder aus der Trennung von Atomen. Es gilt zu sagen, dass im System von Leukipp und besonders von Demokrit, es muss gesagt werden, alles, was auf Leukipp und Demokrit zurückgeführt wird, muss sowieso mit einer gewissen Vorsicht genommen werden. Denn praktisch alles von Leukipp ist verloren gegangen, alle seine Werke sind verloren gegangen, und von Demokrit haben wir nur Fragmente, wie sie auch aufgrund Hernandez Textes nicht verteilt haben, werden sehen können. Das heißt, wir haben nicht, wie bei Epikur glücklicherweise, Werke, eine eigentliche Werke, sondern nur Fragmente, welche andere Autoren zitiert haben in ihren eigenen Werken. Das geht natürlich zu Schaden der Rekonstruktion von Leukipp und Demokrit. Aber, nicht desto weniger scheint, dass wir irgendwie genehmigt sind zu sagen, dass eben die Wirklichkeit, das Seiende, das Bestehende, das Ewige für Leukipp und Demokrit die Atome sind, die unteilbaren Partikeln. Diese Atome sind nicht wahrnehmbar, sind ewig, sind unvergänglich, sind unveränderlich. Sie unterscheiden sich aufgrund der Form, ihrer Form, das heißt, die sprechen von, vielleicht wenn ich so schreibe, wie gibt es, ja, die werden differenziert zum Beispiel auf diese Basis, wegen der Form, oder wegen der Anordnung, oder wegen der Position, Entschuldigung.
ein. Und aus dem Aufprall von den Atomen gegeneinander kommen Zusammenbindungen, akzidentielle Zusammenbindungen und Trennungen vor, welche eben zur ganzen wahrnehmbaren Realität führen. Das ist grundsätzlich alles, was uns wahrnehmen, sei für sie, nach ihrer Meinung, eine Zusammenbindung von Atomen. Wobei eigentlich für Leukipp und Demokrit das Eigentliche, das Bestehende, das Wahre der Wirklichkeit sei eben die Atome, alles andere ist sozusagen Nebensächliches. Das heißt, es gibt eine Umkehrung im Verhältnis zu unserer normalen Auffassung der Realität. Wichtig ist zu sagen, es gibt für Demokrit, für Leukipp und für Demokrit keine Vorsehung und kein Finalismus in der Zusammenbindung, bei der Zusammenbindung und Trennung der Atome. Das heißt, es gibt keine Intelligenz, welche alles vorgeordnet hat, in Voraus bestimmt hat oder welche einen bestimmten Zweck verfolgt. Es gibt keine Finalität in der Natur für sie. Und sie scheinen natürlich, es ist immer ein Problem, sie scheinen die Idee angenommen zu haben von einem rigiden, starren Determinismus in der Geschichte, bei den Zusammenbindungen und Trennungen der Atome. Das heißt, alles ist sozusagen, alles gehört einer Notwendigkeit, die aber keine Vorsehung ist. Es gibt keine Vorsehung, keine Finalität. Diese Notwendigkeit besteht in derselben Bewegung der Atome. Erkenntnistheoretisch, um diese kurze Beschreibung, Schilderung von den ersten zwei Atomisten zu beenden, und wahrnehmungstheoretisch ist zu sagen, das ist wichtig, auch für Epikur, denn Epikur wird sich zu dieser, wird von dieser Position abweichen. Sie denken, beide Leukipp und Demokrit, dass eigentlich alles, was Wahrnehmung ist, nur ein etwas Subjektives sei. Das heißt, was wir als Wahrnehmung bekommen, ist gültig nur auf subjektiver Ebene, aber entspricht nicht der Realität. Farben und Geruchen und so weiter sind etwas, das für unsere Subjektivität gilt, aber nicht in der Realität verankert ist. Sie haben Erkenntnis und Wahrnehmung dezidiert voneinander getrennt. Erkenntnis ist Erkenntnis davon, dass die Wirklichkeit aus Atomen und Leeren besteht, dass die Wirklichkeit eine Notwendigkeit gehorcht und dass in der Wirklichkeit kein Finalismus gibt. Was hingegen die Wahrnehmung betrifft, ist nur unsere Subjektivität. Aber es ist nicht verankert, nicht eine Entsprechung in der objektiven Realität. Das sind sozusagen die Hauptpunkte von den beiden Atomisten, wobei es auch gesagt werden muss, die beiden glauben, sind der Auffassung, dass die Atome unveränderlich, unendlich sind, dass unendliche Welten produziert werden von dieser Zusammenbindung und Trennung der Atome und dass die Atome an sich selbst ewig sind. Das heißt, wobei alles, während alles vergänglich ist, alles, was aus diesen Zusammenbindungen hervorkommt, sind die Atome wirklich das Bestehende der Realität. Ja. Keine Vorsehung, kein Gott. Wir werden sehen, dass vieles von diesen Ideen wird von Epikur angenommen, aber nicht alles. Nicht alles. Denn Epikur spricht von Götter, wir werden sagen, wie, spricht auch von, akzeptiert nicht die Idee von Determinismus
Und erkenntnistheoretisch, wahrnehmungstheoretisch ist er der Meinung, dass die Wahrnehmung uns die Wahrheit sagt. Das heißt, dass die Wahrnehmung nicht nur etwas rein Subjektives ist, sondern eine Schwächung der Wirklichkeit, sondern hat irgendwie mehr Vertrauen in der Wahrnehmung. Und besonders die Idee von Determinismus will er zurückweisen. Wir werden sehen, warum er diese Auffassung abweist. Das heißt, das hängt eng zusammen mit dem Orientierungspunkt, von dem er ausgegangen ist, der ganz verschieden ist in diesem Sinne von der Hauptfrage, von welcher Recip und Demokrit ausgegangen sind. Kurz dazu sagen, die Sorgen von Leukipp und Demokrit sind grundsätzlich die Erklärung der Wirklichkeit, aber an sich selbst. Hingegen, das will auch Epikur machen, aber in dem Sinne, dass die Erklärung der Wirklichkeit, die Auslegung, Interpretation der Wirklichkeit, die richtige Interpretation der Wirklichkeit, uns Elemente geben kann, wie wir unser Leben organisieren können, damit wir das Glück erreichen können. Das heißt, es ist bei Epikur dominierend eine Tendenz, die Wirklichkeit nicht an sich selbst zu analysieren, sondern für das, was diese Analyse uns geben kann, bezüglich der Organisation unseres Lebens. Zum Beispiel bezüglich eben der Befreiung aus der Angst und bezüglich der Befreiung aus der Angst, zum Beispiel vor dem Tode, vor den Göttern eben auch und auch vor der Phänomenen der Welt, das heißt, es ist etwas, das uns sozusagen die Seelenruhe bringen sollte. Wobei Seelenruhe für ihn identisch ist mit Glück und mit Lust. Wir werden sehen, wie. Zuerst möchte ich aber fragen, ob es Fragen gibt, ob alles ich profitiere, um vielleicht den ersten Teil zu unterbrechen. Selbst überhaupt keine Möglichkeit gehabt haben, die zu überprüfen. Also eigentlich naturwissenschaftlich hat sich das dann in der Folge bestätigt. Das heißt, die philosophischen Aussagen von ihnen waren irgendwie grandios, weil es hat niemand diese kleinsten Teile überhaupt zu der Zeit erkennen können. Ich meine, es hat nicht alles gestimmt, weil ja sind ja die Atome sind ja immer noch teilbar und auch nicht und schon veränderlich. Mhm. Aber dass man das überhaupt erkennt, das ist eigentlich sensationell, weil die haben ja keine Möglichkeit gehabt, das zu erkennen. Ja, Entschuldigung, ich unterbreche nur, so dass ich vielleicht, ich hoffe, das wird, ja. Komme sofort auf die Antwort, es ist nur, dass hoffentlich wird mich